und willkommen zu der monatlichen Kartenlegung für Monat Oktober. Ich grüße euch und vor allem diejenigen, die unter den Sternzeichen Stier geboren sind. Wir schauen gleich, was die Karten für diesen Monat für dich zu sagen haben. Die Karten sind schon gemischt und ich werde die jetzt auslegen. Die erste Karte, das ist dein Thema in diesem Monat. Hier die Karte, was hilft oder im Weg steht. Dein Bewusstsein, dein Unterbewusstsein, das, was war, das, was kommt. Deine Energie, äußere Energie, deine Hoffnungen und Ängste und die letzte Karte, die Zukunft. Und die gehören zusammen. So, jetzt schauen wir. Okay, die lassen wir vorerst. Sieht man die Karten nicht? Warte mal, ich verschiebe die ein bisschen, dass du die besser sehen kannst. So, dann kannst du die vielleicht besser sehen. Ja, genau, so machen wir das. Okay, gut. Dann fangen wir an. Also, hier haben wir dein Thema, was dich im Monat Oktober jetzt beschäftigt. Und hier sind 10 der Stäbe. Und ich muss sagen, also diese Karte kommt so oft in die letzten Legungen, die ich gemacht habe. Wahnsinn, weiß ich nicht, was da los ist. Und das ist eigentlich auch gar keine schöne Karte, weil die 10 der Stäbe zeigt Unterdrückung. Also das bedeutet, du fühlst dich momentan in deinem Leben irgendwie blockiert. Das läuft nicht so, wie du dir das vorgestellt hast, oder das läuft einfach nicht so, wie das sein, wie das laufen sollte. Hier gibt es irgendwelche Störung. Die 10 der Stäbe, das ist eine Karte, wo man einfach fühlt sich, wie wenn einem die Hände gebunden wären. Also hier muss man einfach diese Situation verlassen. Da ist etwas, ja, wo einfach nicht funktioniert, und man muss neue Wege gehen. Also auf jeden Fall, man muss sich die Gedanken machen, dass eigentlich erkennen erst, dass man sich momentan nicht wohl fühlt. Oder hat man sich schon länger nicht wohl gefühlt? Und man muss etwas machen, dass man sich im Leben endlich ein bisschen besser fühlt. Ja? Also in erster Linie erkennen, was da los ist. Hier haben wir Kraft, die Kraft. Das ist eine super schöne Karte, die dir hier behilflich sein kann, weil diese Karte zeigt Ausgleichung. Also diese Ausgewogenheit. Alles, was du in deine Hände bekommst in diesem Monat, sollst du ein bisschen auf die Waage legen und gucken, was für eine Bedeutung hat das für dich. Ja? Und das ist eine gute Karte, und diese Karte kann natürlich dir auch zeigen, wie du aus dieser Situation auch rauskommst. Ja? Wenn du dir wirklich die Gedanken machst, was läuft da schief, warum fühle ich mich jetzt so mies, warum habe ich diese Blockade, was unterdrückt mich von hinten, von außen, dass ich nicht atmen kann. Ja? Man möchte eigentlich das bekommen.
diese Karte, das ist die Erfüllung und nicht die Unterdrückung. Ja, und das ist deine Hoffnung hier. Du möchtest auf jeden Fall aus dieser Gefängnis, sage ich einfach so, rauskommen, um diese Erfüllung herzubekommen. Und das ist für dich sehr, sehr wichtig. Das ist Karte für deine Hoffnung. In Vergangenheit hier haben wir Ritter der Kelche. Ritter der Kelche, das ist eine super schöne Energie. Da sind sehr viele Gefühle. Da hast du jemandem sehr viel positive Gefühle, Emotionen, ja, alles, was du zu geben konntest, hast du jemanden auch auf den Tablett gelegt und wolltest du einfach geben, ja, und hast du auch vielleicht gegeben, aber trotzdem, irgendwie ist eine Störung gekommen, aus Gründen wie immer, das dazu geführt hat, dass jetzt dein Thema entstanden ist. Dieses Thema, die nicht geradezu prickelnd ist, ja. Aber wir schauen, wie du aus dieser Sache rauskommen kannst. Hier haben wir dein Bewusstsein und da hast du eine starke Karte. Das ist der Wagen. Wagen, das ist Bewegung. Das ist eine Karte, die zeigt Power, zeigt, dass du Kraft hast, dass du Schnelligkeit hast, dass du bist gut vorbereitet. Das ist das, was in deinem Kopf läuft. So möchtest du sein, so möchtest du handeln, dass du aus dieser Sache rauskommen kannst und dein Ziel erreichen kannst, die du dir vorgenommen hast. Ja? Hier haben wir den Unterbewusstsein und diese Karte hier zeigt Dreidestäbe. Und die Dreidestäbe, das ist genauso, also nicht genauso, aber auch eine ähnliche Energie. Hier ist mehr, ja, die ist da, diese Karte ist stärker. Aber hier ist auch, da tut sich was. Du möchtest nach vorne, du möchtest etwas erreichen, du möchtest was Neues wagen, um eine neue Phase in deinem Leben anzufangen. Du möchtest aus dieser Abhängigkeit, würde ich das sagen, ja, aus dieser Unterdrückung raus, da hast du schon auch die Sachen gepackt und du gehst einfach, ja, du möchtest raus. Das natürlich, diese Gehen ist so, ja, nicht so echt gedacht, dass du jetzt die Sachen packst und gehst, aber einfach in deinen Gedanken, du möchtest etwas zu Ende bringen, was dir ja nicht gepasst hat, eine Situation, die dich, ja, wie gesagt, dich unterdrückt hat, aber auch dir die Luft genommen hat, ja. Hier haben wir deine Energie. Diese Energie ist momentan ein bisschen, würde ich sagen, labil würde ich jetzt vielleicht nicht bezeichnen, aber es vielleicht auch naiv, ein bisschen verträumt. Ja, man sieht hier so ein junger Mensch, der sitzt da und hat wunderschöne Gefühle, aber der ist ein bisschen verträumt. Ja, so in sich, so der sitzt da und denkt von ja, irgendwelche Sachen, die eigentlich keine Realität haben. Und das ist auch deine Energie jetzt momentan. Also du bist nicht so ganz bei der Sache. Die äußere Umstände, ja, das sind auch die Menschen, die dich begleiten momentan. Das kann auch dein Partner sein. Die Energie ist auch ein bisschen ähnlich, ja. Schöne Gefühle, muss ich sagen, schöne Gefühle, aber da ist mehr, ja, diese Verträumtheit. Da ist nichts was Festes, was man in der Hand hat, dass man sieht, das wird, das ist was Wahres, ja. Also diese beiden Energien sind so ein bisschen, ja, ja, wie sage ich, schön, aber ohne irgendwelche Stabilität, kann ich so bezeichnen, ja. Hier, wie gesagt, hier hast du die Hoffnung auf den Wunscherfüllung
Und das ist schön, dass du das hast. Deswegen hier passiert auch diese Bewegung, weil du strebst dich danach, um deine Wünsche ja dass die Wirklichkeit werden. Hier schauen wir die Zukunft. So, und hier in der Zukunft haben wir Ritter der Scheiben oder Ritter der Münzen. Und diese Karte zeigt auch eine sehr stabile Energie, die, wie soll ich sagen, du hast etwas gewollt, du hast dich wie etwas reingesetzt und jetzt weißt du, du hast das erreicht. Also eigentlich kann man sagen, nach einem Kampf, oder nach einem langen Weg, der nicht so leicht war, sitzt du jetzt da und du bist erleichtert. Du hast das gekriegt, du hast das hingekriegt. Ja? Und das ist die Zukunft, also für die paar Wochen, was jetzt kommt. Du wirst deine Ziel, die du hier sich vorgenommen hast, also aus dieser schlechte Phase rauszukommen, das wirst du erreichen. Hier diese Karte noch, das ist auch die Zukunft, diese nahe Zukunft. Und hier haben wir die Mäßigkeit, eine wunderbare Karte, weil diese Karte zeigt wieder, dass du möchtest deine alle Möglichkeiten, die du hast, alle Gaben, die du bekommen hast oder dir eingearbeitet hast als Mensch. Ich sage, Gaben kann man eigentlich nicht einarbeiten, aber vertiefen kann man, ja. Wenn ein Mensch ein Talent hat, dann kann man das natürlich vertiefen, man kann daran schleifen. Und das, alles, was du besitzt als Mensch in deinem Inneren, im Herzen, aber auch das, was du kannst tun, du wirst da reinsetzen, ja, in passendem Maß, nicht zu übertrieben. Und diese Karten, die beide starke Karten, tun sie schon ergänzen, weil hier geht es auch um diese Ausgleich und Kraft. Und du wirst da reinsetzen, um aus dieser Sache rauszukommen, aus einer irgendwelche Sache, die dir gar nicht momentan bequem ist. Und ich muss sagen, Startkarten, ja, eigentlich hier hast du nur gute Karten, nur die eine, wo dein Thema ist, zeigt diese kleine Blockade. Und du wirst mit deiner Kraft, mit deiner Willensstärke, mit viel Einsatz, wirst du aus dieser Sache rauskommen und du wirst dann der Sieger sein, ja. Weil diese Karte, dieser Ritter der Münzen, ich sage immer Scheiben, ja, das ist eine ganz gute Karte, die zeigt eine Stabilität, die zeigt eine Erholung. Ich habe endlich das geschafft, ja. Du wirst vielleicht dann geschafft zum Schluss, ja, aber du wirst das bekommen, was du wolltest. Und hier habe ich noch, werde ich noch zwei Karten ziehen zum Ergänzung. Ja, sehr schön. Und hier haben wir die gleiche Energie, was hier ist. Ja, also hier ein bisschen, ja, ich habe gesagt, das sind die Verträumte hier, die Gefühle, die Energie, ja, so ein bisschen fließt in diese ganze Situation. Und die Karte hat sich hier wieder wiederholt, ja, der Prinz der Kelche. Aber das ist auch, wie soll ich sagen, das ist eine verträumte Energie, das ist etwas Unstabiles, das ist, aber das ist auch sehr frisch, ja, und das gibt vielleicht dem Ganzen ein bisschen Kick, noch ein bisschen Leichtigkeit, ja. Vielleicht auch diese verträumte Phase brauchst du auch wegen dem Kampf hier, auch wegen dieser Situation, die nicht so schön ist.
dass du ein bisschen, ja, ein Luft bekommst, ein bisschen auf andere Gedanken kommst. Und diese Karte natürlich, die ist super, weil hier haben wir 8 der Scheiben und diese Karte zeigt Umsicht, also du musst umdenken. Da du hast eine gute Grundlage dir schon geschafft, um zu wachsen. Ja? Und die Karten, diese Karten, die tun sich so schön ergänzen. Ja? Weil du wirst wachsen hier. So wie ich vorerst gesagt habe, du wirst dann sich dann hinsetzen und sagen, ja, es war schwer, es war mühsam, aber ich habe das hingekriegt. Okay? Also, das sieht super, super gut aus für dich, für diesen Monat. Ich muss sagen, ich weiß es nicht, um was hier geht. Ja? Hier haben wir die Kelche. Also kann auch ein bisschen in die Sachen Liebe gehen. Das, was dich hier jetzt so ein bisschen beschäftigt, kann sein, aber ja, vielleicht bist du auch ja, mit deinen Gefühlen, mit deinem Herz ein bisschen momentan in diese Angelegenheit, in diese Thema, die dich so beschäftigt, so dabei, dass die einfach diese Karten, die zuständig für Gefühlsleben sind, haben sich einfach gezeigt. Ja, muss nicht unbedingt um Liebe sich hier handeln. Das kann total was anderes sein. Ja, aber schau mal, vielleicht wird diese Legung an dich zutreffen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht nur ein bisschen. Aber wenn das wirklich so kommt, dann ich freue mich für dich, dass du diesen Monat einen kleinen Schritt nach vorne gehst und im Endeffekt kriegst du ja, das, für was du den ganzen Zeit auch gekämpft hast. Ja? Wünsche ich dir von ganzem Herzen und ich habe für diesen Monat werde ich noch eine Liebeslegung für dich vorbereiten und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.